Ja, moin Leute, kurze Information wegen dem Livestream heute Abend. Ich hänge gerade etwas in der Luft, weil meine neue Leitung eigentlich schon da sein sollte, aber ich vom Techniker noch kein Okay gegeben bekommen habe. Das klingt irgendwie falsch. Ich habe noch kein richtiges Okay bekommen, dass die Leitung installiert sei. Ich habe extra so eine Abfrage-E-Mail bekommen, wo ich dann halt auf den Link klicken kann, dann sehe ich, wie weit er ist. Da steht, dass er aufgehalten wurde und es halt noch dauern könnte. Im Vertrag steht, dass ich heute am 9.5. spätestens um 21 Uhr meinen neuen Router anschließen kann und dann alles zur Verfügung steht. Aktuell habe ich noch den alten dran. Letzte Nacht wurde mein LTE schon weggeschaltet, also der Vertrag, den wir jetzt haben, hat keinen LTE-Boost mehr. Ist auch selbstverständlich, der Router, der neue, funktioniert ganz anders. Das heißt, heute Nacht hatte ich dann mit meinem alten Router die normale 16K-Leitung, die wir hier eigentlich haben. Also 16.000 down und 2.000 up. Was für einen Stream auf keinen Fall reicht. Also zumindest nicht in der Qualität, wie wir den Stream betreiben. Jetzt habe ich eben nochmal einen Speedtest gemacht und habe auf einmal einen viel besseren Ping und fast einen 40.000er Upload, so wie er auch nach der neuen Leitung oder mit der neuen Leitung sein sollte. Ich bin nur verwundert, weil der alte Router noch dran ist. Ja, ich gehe davon aus, dass der Techniker die Leitung bereits umgestellt hat, aber die Information auch nicht weitergeleitet hat. Und somit müssten wir eigentlich, da der alte Router trotzdem diesen dicken Upload jetzt durchzieht, müssten wir eigentlich streamen können. Die Downleitung ist auch ähnlich, wie sie mit dem alten Anschluss war. Das heißt, ich müsste eigentlich jetzt auch mit dem alten Router ganz normal streamen können. Ich dachte erst, der Stream würde ausfallen. Ich werde es versuchen, ihn anzumachen und dann sehen wir einfach mal, was passiert. Vielleicht bricht der Stream mittendrin ab, weil dann halt wirklich irgendwas umgeschaltet wird und ich mich gerade nur irre oder diese Speedtests gerade nicht richtig sind. Wir versuchen es einfach mal. Um 18 Uhr ganz normal Livestream und wir gucken, was halt so abgeht, ja. Ich drücke einfach mal die Daumen, dass alles funktioniert. Haut ordentlich rein. Wir sehen uns dann gleich im Livestream. Ja, sorry, dass jetzt hier kein richtiges Video kam, aber ich war jetzt die ganze Zeit am Huddeln, am Hin- und Herlaufen. Ich war beim Telekom-Shop, hab mal nachgefragt, wegen unseren Daten. Ich dachte, ich muss den Router anmelden und hab noch so ein uraltes Datenblatt. Aber der meldet sich scheinbar sogar von ganz alleine an. Der ist schon eingerichtet. Ja, also ich habe mich heute schon so ein bisschen verrückt gemacht mit der ganzen Geschichte. Wahrscheinlich wie immer grundlos, aber ihr wisst ja, wie es ist. Und es scheint auch jetzt sehr vielversprechend zu sein mit diesem Upload. Also wenn ich mit dem Alten schon diesen Upload habe, diesen fast 40.000er. Ich habe hier drei Tests gemacht und die waren alle im Schnitt bei 35.000, einer sogar bei 39.000. Das ist abnormal über unsere normale, ganz normale Pipi-Leitung. Scheinbar haben wir alles am Start. Nur der Download fehlt halt noch. Also ich glaube, der Router, den ich habe, der kann das auch nicht. Der kann nicht mehr. Beim Download messe ich immer 30.000. Obwohl es mit der neuen Leitung eigentlich mindestens 170.000 sein sollten, aber im besten Fall 250.000. Ich denke, das kommt dann mit dem neuen Router. Gut. Wir sehen uns dann gleich. Sorry, dass es jetzt so lang war. Haut rein.